Ein relativ bekannter Minecraft-Leaker namens Dan Gooney hat gestern ein Video veröffentlicht. Kurz danach wurde leider sein Twitter gesperrt, was natürlich zeigt, dass das Video anscheinend nicht an die Öffentlichkeit sollte. Natürlich haben es ein paar Leute trotzdem hinbekommen, das Video zu downloaden. Das Video zeigt das kommende Minecraft Monthly Event, denn anscheinend plant Minecraft oder Mojang, dass sie jeden Monat eine neue Folge von diesem Format veröffentlichen, indem sie anscheinend über Neuerungen oder Zukunftspläne reden. Er hat jetzt die erste Folge geleakt und auch in dieser ersten Folge ist etwas Spannendes passiert, und zwar wurden die Concept Arts von dem Armadillo geleakt. Die seht ihr hier. Dort sieht man auch ganz klar, dass eventuell andere Farben geplant sind und die generelle Struktur von dem Armadillo. Jetzt hat ein YouTuber namens PhoenixSC aus dem englischsprachigen Raum sich hingesetzt und ein Model dafür entworfen. Außerdem wurde darüber berichtet, dass das Armadillo in der Savanne leben soll, was auch irgendwie Sinn macht. Ich hoffe, euch haben die News gefallen und ihr freut euch genauso sehr wie ich auf das Armadillo und auf das 1.21 Update.